So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Juhu, Dark Souls. So, ich bin wieder da. Jo, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt als nächstes machen können. Ich habe es vergessen. Aber wir gehen einmal da ganz kurz rauf. Ja, okay. Servus. Nachricht lesen. Pass auf, Eidechse. Ah, kann ich da runtergehen? Ja, scheint so. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Of Lord Gwyn. Now, place the Lord vessel on the altar. Dann werden wir das tun. Wir müssen da vorne das Herrschergefäß hinsetzen, was wir bekommen haben in Anno Londo. Na gut, dann tun wir mal interagieren. Wie wir jetzt gesehen haben, haben sich drei Wege geöffnet. Dieses Herrschergefäß hier, da können wir auch natürlich rasten. Wir können darbieten, aber wir haben diese Fürstenseelen noch nicht. Das heißt, es sind drei Gegner, die wir jetzt noch umbringen müssen. Allerdings machen wir natürlich mehr. Das ist jetzt uninteressant. Wir gehen jetzt wieder zurück an die Oberfläche, nämlich hier drinnen. Also wenn wir alle drei Seelen haben, geht diese Türe hier auf. Und wir kommen in das letzte Gebiet von Dark Souls. Das heißt, wir sind am Ende angelangt. Aber bis dahin, ja, es wird noch auf jeden Fall interessant. So, er bringt mich jetzt wieder retour. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls. Commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Oh.
Okay, also brauchen wir doch mehr von diesen Seelen, also richtig. Ja, und da läutet schon wieder kräftige Seelen halt, wenn ich das so ausdrücken darf. Also wir müssen die vier Könige machen, wir müssen Nito machen, wir müssen Sif den Schuppenlosen machen und wir müssen die Hexen von Iselith machen. Ich glaube, das war's. Also vier große Endgegner müssen wir jetzt da hier noch töten. Und ihm dann die Seelen bringen in das Herrschergefäß unten und dann sind wir am Schluss. Es dauert aber noch, wie gesagt. Jetzt kommt es drauf an, mit was man halt beginnen mag. Ich würde mal sagen, wir beginnen, keine Ahnung, mit den, beginnen wir gleich mit den härtesten. Mit den Four Kings, würde ich sagen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das hier unten. Und dann da den Fahrstuhl runter und dann sollte man eigentlich schon da sein. Es ist schon wieder sehr, sehr lang her, dass ich gespielt habe. Ja, und nicht wundern, dass ich gleich beim Feuerschrein begonnen habe. Ich habe euch den ganzen Weg gespart von der gemalten Welt von Aramaris bis hierher. Stufe kann ich euch auch zeigen natürlich. Ich habe jetzt 85 erreicht, so wie ich es gesagt habe. Habe ein bisschen auf Vitalität noch gemacht. Moment. Ah, okay. So, ein bisschen auf Vitalität, das haben wir jetzt auf 25 gebracht. Die Kondi habe ich auch auf 30 gebracht, die Stärke auf 40. Ich glaube, ich werde jetzt dann mehr auf Beweglichkeit wieder gehen, damit ich das auch auf 40 habe, damit wir noch mehr Schaden machen können. Resistenz, Intelligenz und Willen habe ich natürlich wieder ausgeschlossen. Das brauche ich nicht, genauso wie den Zauber brauche ich eigentlich auch nicht. Wir sind ja physisch angelegt hier in Dark Souls. Okay. Naja. Gibt es auch Gegner, was ich weiß? Ich glaube, hier unten waren wir schon einmal. Das habe ich einmal hergezeigt, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir ein paar Items auch noch eingesammelt. Ich hoffe, dass wir da so gut wie möglich durchkommen. Ah, okay. Hier beginnt's. Dann wäre ich da runtergegangen. Okay. Ich muss nur wieder ein Bild machen. Wie gesagt, das ist schon wieder länger her. Ja, die tun euch nichts. Aber sie geben auch Seelen natürlich, zwar nicht viel. So, die Ruinen von Neulando, genau. Und wenn mich nicht alles irrt, irgendwo hier unten gibt es auch einen Händler. Okay, das sollte passen. Da oben sind noch zwei. Den Händler suchen wir gleich, aber der ist auch wieder. Na komm jetzt, triff ihn doch. Ist auch nichts für mich, nämlich, ich glaube, der verkauft auch nur Zauber und sowas, also nichts, was mich irgendwie interessieren könnte. Also hier oben war es nicht, ich glaube, hier drinnen war es auch nicht. Na, da geht's auch wieder rauf, wir müssen irgendwo einen Weg runterfinden. Ja, genau, das schaut schon viel besser aus und hier, genau, hier drinnen ist er. Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, Nux. Look at me now. Can you believe it? Hmm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. So. Gegenstand kaufen. Was verkauft er genau hier? Die Seelenpfeile und schwere Seelenpfeile. Also das verwenden ja die Magier sehr gern, was ich weiß. Beschleunigung des Zaubers, keine Ahnung, aber das braucht man alles nicht. Waffen verstärken kann er auch, also er kann es verbessern, das hat er eh gesagt. Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Ja, das werden wir dann sehen. So, und hier ist dann Ende. Ich hoffe, dass ich da jetzt durchkomme, nämlich ich habe keinen Wanderfluch mit. Das werden wir jetzt da gleich sehen. Den Wanderfluch brauchen wir.
um durch dieses Areal zu kommen. Nämlich hier werden jetzt Geister kommen. Und die kann man halt nur Schaden geben, wenn man diesen Wanderfluch halt hat. Jetzt werden wir gleich mal sehen. Ich glaube, hier gibt es einen zum Looten. Nein, das ist der Panzerbrecher. Okay. Es gibt, glaube ich, aber irgendetwas am Anfang, damit man da halt Schaden machen kann. Vielleicht hier in diesem Gefäß. Werden wir gleich sehen, ob da was droppt. Ja, okay. So, weg mit dir. So, Wanderfluch mal 2, genau. Okay, das ist nur ein anderer Spieler. So, das gehen wir mal raus. Den habe ich nämlich auch verwendet in der Gewaltenwelt von Aramaris. Da habe ich dann den Boss noch einmal gelegt. Jetzt müssen wir den Wanderfluch suchen. Wo ist der Wanderfluch? Wanderfluch? Ich habe doch gerade einen gekriegt, oder? Da, da ist der Wanderfluch. So, und das werde ich jetzt da ganz kurz demonstrieren. Das ist ja so und so eine Arschloch-Map. Da aufpassen, dass man nicht runterfällt. Und wie gesagt, da kommen jetzt diese Geister. Hier ist nichts, okay. Die kann man nur mit dem Wanderfluch halt töten. Bei Nito sind das dann die heiligen Waffen, die man braucht, um die Skelette zu töten. So. Hier ist der erste Gegner. So, wie man sieht, ich schlage... Es beginnt gleich super. Wie man sieht, ich schlage durch. Ich muss den Wanderfluch benutzen. Ja, das ist natürlich von Arsch. Aber wir brauchen Gott sei Dank nur 2 Schläge. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange der anhaltet, dieser Wanderfluch. Aber um diese Geister halt wegzukriegen, brauchen wir ihn. Ich hoffe, dass ich da so schnell wie möglich durchkomme. Nämlich, ich möchte nicht wirklich oft hier sterben. Hier müssen wir mal das Wasser dann auch ablassen, was ich weiß. Wir müssen wirklich schauen hier. Ich habe keine Ahnung, ob es dann da runter geht, in den Tod. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Nämlich schwimmen kann der Charakter ja eh nicht. Das ist ja eh wurscht. So, gehen wir da rauf. Einen haben wir ja Gott sei Dank mit. Manchmal droppen diese Viecher auch einen, natürlich. Dann braucht man sich den nicht immer wieder kaufen. Das Gute ist, dass wir sehr viel Damage machen mit unserem Schwert. Okay. Kommt der da rüber? Da ist nämlich auch einer gespawnt. Da oben steht er. Über meinen Kopf sieht man ihn. Kommt aber nicht her, das ist wenigstens gut. Da unten haben wir einen Nebel, da möchten wir hin. Und darunter möchten wir auch. Es gibt, glaube ich, hier drinnen ein Leuchtfeuer. Ja genau, der kommt von der Seite, da kommen jetzt da... Da kommen Unmengen, genau. Das habe ich vergessen. Und... Ach, durch den Boden auch noch. Trink mal was. Aufpassen hier. So, aber hier ist ja noch was. Genau. Hier ist ein Fahrstuhl. Genau, den können wir dann als Abkürzung, glaube ich. Ja. Schlag da mal drauf. Da ist auch nichts drinnen, okay. Den können wir dann als Abkürzung verwenden. Soviel ich mich erinnere. Es ist ein ziemliches Labyrinth hier drinnen. Genau, und da müssen wir auch aufpassen. Die Wendeltreppe runter. Und da vorne kommen jetzt nämlich auch wieder ganz, ganz viele von diesen Scheißviechern. Immer schön brav aufpassen. Da hinten haben wir Nebel, okay. Naja, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Komm raus aus deiner Wand. Ist der jetzt tot? Nein, natürlich ist er nicht tot. Er bleibt in seiner geschissenen Wand und ich kann ihm nichts anhaben. So, jetzt da. Zack. Okay. Somit passt das. Geben auch 200 Seelen nur. Also, Farmen hier drinnen bringt sich auch nichts. Hier ist auch einer. Hier haben wir den Nebel. Okay. Wir gehen aber da weiter. Nämlich da hinten bewacht er das. Ich glaube, im Hintergrund kommt dann auch einer. So, ja, genau. Der schreit nach Hilfe. So, hier haben wir nochmal zweimal den Wanderfluch.
Achtung, famoser Schatz. Naja, famos. Also man braucht es auf jeden Fall hier drinnen. So, ganz ruhig. So, jetzt gehen wir da durch den Nebel. Na, die Kamera, okay. So, und da drüben waren wir vorher. Da sind wir jetzt das so rundum dumm gegangen. Und ober mir ist jetzt dieser Geist, den wir gesehen haben. Genau, da sieht man es schon. Große Seele, das haben wir gekriegt. Lauft da durch. Auf dem pfeifen wir, wenn er nicht runterkommt, dann, ja. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Okay, jetzt kommt er. Na komm, na komm, na komm. So, na natürlich, wie soll es noch anders sein? Oh, sehr gut. Ein One-Hit. So, immer schön brav das Schild oben lassen. So, hier ist eh nichts, das heißt, wir gehen da gleich weiter. Ah, schaut das schön aus. So, aufpassen, da kommt dann wieder einer aus der Wand raus, glaube ich. Hier geht's nicht weiter, das heißt, wir gehen links rein. Jetzt können wir... Ah, hallo? Ja, natürlich, erwischt mich jedes Mal. Ah, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? So, Wanderfluch. Na, wieso machst du denn das nicht? Lauf rauf. Ich hab doch keinen Damage gemacht gegen den jetzt, oder? Wieso kann ich ihn das jetzt nicht nehmen? Okay, gut. Hier oben möchte ich aber nicht wirklich stehen. Ja toll, jetzt bin ich tot. Jetzt kann ich den Wanderflug... Sehr gut. Jetzt kann ich ihn verwenden, wenn ich tot bin. Ihr seid im Arsch. Ah, ich bin weit gekommen. Aber wenn ich das Item nicht nutzen kann, dann... Ja, was? Ich bin da. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir alles nochmal zurückgehen da. Das Gute ist, wir können ja eh überspringen. So. Mistviech. Achso, das geht ja jetzt nicht, gell? Ach Gott. Ich hätte mich oben beim Feuerschrein, hätte ich mich hinsetzen sollen. So, teleportieren. Feuerbandschrein. Ja gut, jetzt müssen wir halt alles nochmal machen. Mal schauen, wie weit ich komme. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon viel gesehen. Ich werde jetzt da einfach nur durchrushen. Auf jeden Fall setzen wir uns da noch einmal hin. Die Viecher lassen wir jetzt da unten einfach. Also die Viecher, die uns halt nichts tun, das meine ich. Die lassen wir jetzt da einfach mal in Ruhe. So, vorsichtig nur. Da durch. Ah, jetzt müssen wir den Aufzug wiederholen. Ah, das dauert alles. Ah, Moment, da ist er. So, dann werden wir die Strategie ein bisschen umkrempeln hier. Falls ich dann nochmal sterbe. Also auf jeden Fall werde ich dann einen Cut setzen. Also einen Cut, ich werde dann den Part halt beenden. Und dann werde ich wahrscheinlich selber dann dorthin spielen. So. Den schicken wir gleich wieder rauf. Genau, falls ich jetzt noch einmal sterbe. So, diesmal gehen wir den richtigen Weg. Darunter, darunter. So, da nach links. Wie gesagt, die Viecher lassen mich eh nur. Ich glaube, die machen mir nichts. Die fallen mir auch nicht ins Kreuz, so viel ich weiß. So, dann, was ist jetzt? Aktuell besteht keine Verbindung. Aha. Toll. Und was soll ich jetzt tun? Warum haust mich jetzt raus? Nur weil keine Verbindung besteht. Ich brauche die Verbindung aber beim Boss. Nämlich den Boss mache ich nicht alleine. Die Four Kings sind mir zuwider, muss ich ehrlich sagen. Das Gute ist, dass das Spiel halt immer wieder speichert. So vorsichtig dann nur drüber kommen irgendwie. So, Wanderfluch aktivieren. Und jetzt schnell durch.
Ja, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Schneller durch. Komm, komm, komm. Gib Gas. Turbo, Turbo, Turbo. Ich will mir keine Wanderflüche kaufen. Das ist unnötig. Einfach durch, durch, durch. So, den müssen wir aber allerdings umbringen. Sonst geht er mir die ganze Zeit am Arsch. So, dann da schnell durch. Komm, 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 komm. Gib Gas. Ja, deswegen. Du kleiner Mausibär. Oh, nein, ich bin falsch abgebogen. Zack. Zack. Und gleich weiter. Links abbiegen. Das passt schon. Ja, ja, verfolgt's mich nur. Verfolgt's mich nur. Habt ihr recht? Ach, komm jetzt. Hey, ich hab geblockt. Das ist... Oh, das ist unfair. Oh, das ist aber unfair. So, zwei auf einen Streich. Und Nummer 3. So, hier durch. Ja, ich trinke lieber mal was. Wir haben eh genug Estos mit. So, das Gute ist, dass wir überall abkürzen können. Wir laufen da einfach durch. So, und hier sind wir gestorben. Ja. Da gehen wir gleich da runter. Da haben wir ein Item. Ah, es beginnt zum Ruckeln. Es beginnt zum Ruckeln. So, zwei auf einen Streich. Na, dreh dich um. Es beginnt zum Ruckeln. Es macht keinen Spaß, wenn es ruckelt. Überhaupt Dark Souls nicht. Hier haben wir auch noch was. Große Seele, okay. Ich möchte eigentlich nur runter zum... Wie heißt's? Zum Nebel runter. Der Wanderflug sollte eigentlich noch aktiviert sein. Menschlichkeit einmal. So, da kommen die Viecher. Einfach durch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Soll ich da raufgehen? Und hopp. Ist da oben irgendwas, was wir brauchen könnten? Ein Item? Keine Ahnung. Da können wir auf jeden Fall wieder reindroppen, okay. Laufen wir einfach mal rundum und um. Die Viecher... Ah, da. Die Viecher folgen mir eh. Ja, natürlich. Lalalalalalala. Seele der Opferung. Okay, sehr gut. Lauf, lauf durch, lauf durch. Du kleiner Mausibär, du. So, trink. Nein, du sollst trinken. So, da runter. Lauf, 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 dahin. So, warten. Trinken. Sehr gut. Der Wanderfluch ist noch aktiviert. Noch ist er aktiviert. Ich darf mich jetzt aber nicht allzu viel spielen. Nein. Okay, gut, passt. Das war's mit dem Part. Ich werde jetzt bis dorthin spielen. Und... Ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Der Schluss war ein bisschen aufregend, aber ja, ich hätte mir gedacht, dass ich das schaffe. Aber leider nicht. Aber macht ja nichts. Wir sehen uns dann, wenn wir dann da unten wieder sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.